Man glaubt es kaum, aber der Frühling ist ausgebrochen. Ist das nicht cool? Hey. Und ich weiß, ab jetzt schneit's nicht mehr. Juhu! Howdy, Folks. Hey, was macht man im Frühling? Ah ja, das auch. Aber ich mach Spare Ribs. Und was so schön ist, vom Rind. Ja! Schmatz. Knoblauch. Ist auch gleich ein bisschen mehr, dass ich fürs nächste Mal vielleicht was habe. So. Knoblauch dazu. Ja, ein bisschen mehr. Und natürlich Salz. Super Rippen. Großzügig. Auf. Übrigens, die dünne Haut von der Rippenseite, von dieser Seite, habe ich entfernt. Wird oft vergessen. Ist aber wichtig, weil das Zeug kann kein Mensch kauen. So. Ein bisschen. Ja. Eiskasten für 2 Stunden. Dann sehen wir uns wieder. So, erstmal auf Temperatur bringen. Es ist noch Zeit, Rippenzeit. Ja, mein neues Spielzeug. Eine Smokerbox für Holzspäne. Mal sehen, ob das klappt. So, jetzt ist 3 Stunden Ruhe. Wenn es dort gefällt, mache ich was anderes. Zum Wohl. Was ist? Sojasauce und Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Ah ja, ganz wenig Honig. Sehe ich schon. Ja, fast 2 Stunden gerinnt. Ja, ich hatte noch ein winziges Kraut und ein paar Paprika und einen alten Chili. Unnötig rumliegen, das werden wir gleich zu etwas Gemüsebeilage verarbeiten. Das kann nicht schaden, Gemüse ist ja gesund. Einfach grob runterschneiden.
paar Tage weg und da soll nicht alles vergammeln. Also, jetzt verarbeitet. Zack, Chili rein. Gerne raus, wie geil ist höllisch scharf. Paprika klein schneiden. Ich sage immer, gute Messer sind das Wichtigste. Dann geht alles viel schneller. Schadet nie. Bisschen, vielleicht ein bisschen aufgießen, mal sehen. Ich improvisiere hier. Auch rein. Und alles gemeinsam angebraten und verarbeitet. Hauptsache weg. Und anpacken. Für 2 Stunden eingewandert gefunden. Ein paar Pilze. Das Lauch. Wir machen mehr Gemüse, das kann nicht schaden. Anbraten. Ein paar Gewürze rein und das wird gut. Und ihr seht, wie schnell das geht.
für Rippen brauchen, Mann. Aber dafür habe ich jede Menge Zeit für alle möglichen anderen Sachen. Was irgendwie cool ist. Schadet nie bei den Pilzen. Hauptsache Geschmack. Und kümmelt ihn auch immer. Noch die Mörser nur grob zerrieben. Und schwupp. Passt. Und gleich hinterher. Für das zweite Gemüse ein bisschen Kreuzkümmel. Sieht genauso aus, schmeckt aber völlig anders. Und riecht auch ganz anders. So, gleich genug Platz. Nur mal die Pfanne vorheizen. Ja, das geht flott. Olivenöl. Und rein mit dem Kraut, Paprika, Zwiebel, Chili. Da ist noch genug von dem Lab, dass es in der Rippen noch drauf ist. Da ist genug Salz drin. Zusammenzufahren. So rein zum Aufgießen. Oh, was du fett. Jetzt passt es auch schon in die Pfanne. Ein bisschen Apfelsaft für die Süße. Ja. Deckel zu. Und dünsten. Nicht zu lang dünsten, sonst wird es zu weich. Also raus damit und warm stellen. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt kommt's. Zum Warmstellen des Mokka. So, die Pfanne kurz ausgewischt und weiter geht's.
wieder ein bisschen Öl. Das heiß machen. Aber jetzt sind die Pilze dran. Scheint mir heiß genug zu sein. Lauch und Pilze, das liefert genug. Zum Würzen wieder ein bisschen von dem Rub. Und kräftig anbraten, dann lass ich mir die Rippen machen. Schaut das gut aus, oder ja? Wahnsinn. Nur noch fertig grillen jetzt. Dauert eine halbe Stunde, dann passt das. Ja. Essen ist fertig. Ich muss leider ein Stück kosten. Ein Traum. So, dann. Okay. Das war's, Leute. Ich glaube, ich muss essen. Wahnsinn.